Nächste Rednerin hat Ingrid Pallmann für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, meine Damen und Herren, der uns vorliegende Antrag ruft ein absolut wichtiges Thema auf die Tagesordnung. Da sind wir uns, da gehe ich ganz fest von aus, nicht nur hier im Hohen Hause einig. Es muss uns gemeinsam gelingen, Kinder vor Armut zu beschützen. Wir als Regierungsfraktion nehmen dieses Thema ernst. Das wurde auch bereits durch meine Vorredner deutlich gemacht. Wir haben viel Geld in die Hand genommen, sowohl für direkte Förderung von Kindern und Familien als auch für die Förderung von Infrastruktur. Die Schlagworte sind und bleiben die Erhöhung des Kindergelds, Erhöhung Kinderzuschlag, Erhöhung Kinderfreibetrag, Einführung Elterngeld plus, weitere Milliarden für den Ausbau der Kinderbetreuung und vor allem auch die Steigerung der Qualität in Kitas. Aber eins muss uns auch klar sein: Nur mit Geld alleine werden wir unsere Kinder nicht stark machen und vor Armut schützen. Und einmal Hand aufs Herz. Wenn Sie in Ihrem Antrag von den schmerzenden Blicken sprechen, die ein Kind zu spüren hat, wenn der Ranzen zu Beginn eines neuen Schuljahres noch der alte vom Vorjahr ist, ja, dann sprechen wir nicht von zu wenig finanziellen Mitteln, sondern von ganz anderen Herausforderungen, die wohl eher in unserem menschlichen Wertesystem zu suchen sind. Zurück aber zu Ihrem Antrag mit der scheinbar simplen Gleichung: Mehr Geld gleich mehr Gerechtigkeit und starke Familien. So einfach ist es nun mal leider nicht. Es ist eine gesellschaftliche Haltung notwendig. Eine Haltung, die klar sagt: Ja, wir wollen Kinder. Ja, wir wollen Familien dabei unterstützen, ihren Nachwuchs gut in das Leben zu bringen. Man kann immer wieder das afrikanische Sprichwort zitieren: Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Wir brauchen eine Gesellschaft, die hinguckt, die sich einmischt, die Kinder und Familien unterstützt. Nicht nur bei mir im Wahlkreis haben sich in den vergangenen Jahren engagierte Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, die ihre soziale Verantwortung ernst nehmen, Kirchen und Wohlfahrtsverbände zusammengeschlossen, um ganz gezielt für mehr Gerechtigkeit für unsere Kinder zu sorgen. Im Jahr 2008 hat sich in meiner Heimatstadt Gifhorn eine Initiative unter dem Motto »Kleine Kinder immer satt« gebildet. Ihr Ziel war es damals, allen Kindern in den Kindertagesstätten und Ganztagsschulen ein warmes Mittagessen zu ermöglichen. Und richtig, ich sagte, es war ihr Ziel. Mittlerweile wurde dieses Ziel, auch durch das von Ihnen, liebe Opposition, gerne kritisierte Bildungs- und Teilhabepaket erreicht. Natürlich kann man sagen, es ist eine Schande, dass wir in unserem Land überhaupt engagierte Menschen benötigen, um für alle Kinder ein warmes Mittagessen zu ermöglichen. Und ich sage Ihnen als Berichterstatterin für bürgerschaftliches Engagement meiner Fraktion auch, dass wir in unserem Land natürlich nicht jedes Problem über freiwilliges Engagement lösen können und es die eine oder andere Tendenz diesbezüglich auch einzufangen gilt. Doch wir müssen uns auf der anderen Seite auch klar machen: Der Staat alleine kann nicht alles richten und er hat auch nicht immer für alles die beste Lösung. Die Geschichte des Gifhorner Kinderfonds geht nämlich noch weiter. Man hat sich immer neue Ziele gesteckt. Mittlerweile unterstützt man beispielsweise auch den Besuch kultureller Veranstaltungen, ist in die Hausaufgabenhilfe eingestiegen, bietet Sportprogramme in Kooperation mit örtlichen Sportvereinen, setzt Projekte zur Gewaltprävention und Selbstbewusstseinsförderung der Kinder um und vieles mehr. Kurzum, aus Kleine Kinder immer satt wurde Kleine Kinder immer satt an Ernährung, an Bildung, an Bewegung, an sozialer Teilhabe. Und noch viel wichtiger, der Fokus hat sich erweitert. Es profitieren, anders als durch Ihren Antrag entstehen würde, nicht mehr ausschließlich benachteiligte Kinder, sondern alle. Völlig unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem sozialen oder finanziellen Hintergrund, es werden mit dem Projekt alle Kinder gestärkt und nicht mehr einzelne stigmatisiert. Eine starke Zivilgesellschaft kann nämlich mehr leisten, als wir mit jedem neuen Gesetz schaffen können. Und vor allem ist sie in der Lage, zielsichere Lösungen zu entwickeln. Allein in meiner Heimat, dem Landkreis Gifhorn, liegt der Anteil von Kindern in ZGB II je nach Gemeinde zwischen unter einem und über 15%. Und dass pauschale Lösungen hier nicht die besten sind, ich denke, das liegt oft absolut auf der Hand. Eine starke Zivilgesellschaft mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern erzeugt veränderte Blickwinkel, sieht, wo etwas fehlt, setzt neue Anreize und kann Probleme vor Ort anders angehen, als wir aus unserer dann doch immer etwas weit entfernten Sicht der Berliner Politik. Sie können mir glauben, ein Austausch mit diesen engagierten Menschen, deren Arbeit ich wirklich sehr schätze, ist immer wieder eine Herausforderung und am Rande kann manchmal auch ziemlich anstrengend sein. Dennoch profitieren alle von diesen Gesprächen.
Die Mitglieder des Kinderfonds sind zu starken Vertretern der Kinder geworden. Sie fordern beispielsweise in den ersten Jahren, wohl auch nicht ganz zu Unrecht, weitere Vereinfachungen bei der Beantragung, Bewilligung und Auszahlung der Leistungen zu Bildung und Teilhabe. Da hat sich aber in den letzten Jahren einiges verbessert. Klammer auf, auch weil die zuständigen Kommunen mittlerweile ausreichend Zeit hatten und sich gut auf ihre neuen Aufgaben einstellen konnten. Klammer zu. Es gibt selbstverständlich auch bei anderen Programmen immer wieder Möglichkeiten für eine bessere Handhabung der bürokratischen Anforderungen. Da müssen wir natürlich drauf achten. Anders aber als in Ihrem Antrag fordern die Menschen, die sich tagtäglich mit dem Thema auseinandersetzen, nicht ein Mehr an pauschalen Geldleistungen an die Eltern, sondern ein Mehr an direkten Zahlungen zum Wohl der Kinder, ohne den Umweg über das Konto der Eltern. Ganz sicher gibt es noch vieles zu verbessern. Gerade bei Alleinerziehenden müssen wir noch mehr tun, um ihr meist unverschuldetes Armutsrisiko zu senken. Der Ausbau der Kinderbetreuung ist hier ein wichtiger Beitrag. Auch das Kita-Plus-Programm, wir haben es schon gehört. Wie ich in meiner Rede vor ziemlich genau einem Jahr bereits gesagt habe, sind auch Unternehmen in der Pflicht. Da müssen wir immer wieder darauf hinweisen. Sie müssen Alleinerziehenden flexiblere Arbeitszeitmodelle anbieten. Und dafür möchte ich allerdings keine staatlichen Zwangsmaßnahmen, bin aber der Überzeugung, dass es sich beim abzeichnenden Fachkräftemangel auch im Interesse der Unternehmen ist, Alleinerziehenden gute Rahmenbedingungen und Verdienstmöglichkeiten zu bieten. Damit wäre der Wirtschaft, den Alleinerziehenden, aber vor allem den Kindern geholfen. Grundsätzlich möchte ich an dieser Stelle auch noch einmal ganz klar sagen, ich finde das Thema zu wichtig, um es parteipolitisch auszureizen. Sie wissen doch ganz genau, anders als es in Ihrem Antrag schreiben, dass die Unionsfraktion hinter der wichtigen Ausweitung des Unterhaltsvorschusses steht und das Vorhaben auch in den letzten Monaten vorangetrieben hat. Sie wissen aber auch ganz genau, dass eine überstürzte und vor allem schlecht geregelte Umsetzung des Vorhabens unsere Kommunen vor große Probleme stellt, die Bundesländer in der Finanzierung mitzureden haben, und die stehen eben zum Teil auf der Bremse, und am Ende schlichtweg niemandem geholfen ist und Frust aufgebaut wird, wenn sich die Auszahlung durch diese Probleme womöglich noch verzögert. Reden Sie nicht immer alles schlecht, das möchte ich vor allen Dingen an Ihre Richtung, in die linke Ecke richten, was wir hier in diesem Hause anfassen. Denn sicherlich kann man und muss man auch alles weiterentwickeln, aber das, was wir geschafft haben, darf man auch mal benennen und als gut anerkennen. Denn das Aufreißen von neuen Gräben, das stärkt nicht die linke Seite dieses Hauses, sondern wird dafür sorgen, dass auf der rechten Seite etwas Einzug erhält, was uns allen hier im Hause nicht gefallen wird und was die Schwächsten in unserem Lande auch weiter schwächen würde. Abschließend bleibt mir noch zu sagen, wir brauchen kluge, durchdachte Konzepte, um unsere Familien und Kinder wirklich zu stärken. Und die finde ich trotz vieler Worte in Ihrem Antrag leider nicht. Deshalb kann ich trotz dem guten Ansehen dem Antrag nicht zustimmen. Aber ich freue mich auch, wie viele meiner Kollegen, auf gute weitere Beratungen. Und dann werden wir auch zu Lösungen kommen. Dankeschön. Als nächstes